Und ich habe mir einfach nur gedacht, wenn du mich loswerden willst, dann sag's doch einfach. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Storytime-Video zu meinen Tinder-Geschichten, nachdem sich das ein paar von euch mal wieder gewünscht hatten. Ich möchte nur gleich vorab sagen, das ist eine Story, die gut anderthalb Jahre her ist. Das muss so im Sommer, Herbst 2019 gewesen sein. Also auch lange, lange bevor es sowas wie eine Pandemie in unseren Breitengraden gab. Beziehungsweise bevor man wusste, dass die ein halbes Jahr später einfallen wird. So ein bisschen als Hintergrundstory und falls ich mich nicht mehr zu 100% erinnere an manche Details, dann liegt das auch daran, dass es eben nichts ist, das so ein paar Wochen, Monate, wie auch immer her ist, sondern doch eine ganze Weile. Das reicht aber, glaube ich, auch als Intro. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mal mit der Geschichte an. Wie gesagt, das Ganze ist circa anderthalb Jahre her und hat sich so im Sommer ungefähr ereignet. Und soweit ich mich erinnern kann, war der Typ sogar eines meiner ersten Tinder-Dates, die ich hatte. Also ich hatte wirklich noch so kaum eine Ahnung und wusste auch noch nicht so wirklich, was ich wollte von dem Ganzen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch das Gefühl, dass Tinder noch so ein bisschen so eine, oh, die wollen sowieso nur alle, dass eine Plattform ist. Aber wie dem auch sei, ich habe mit eben diesem jungen Mann gematcht. Wir haben uns sehr gut verstanden, wir haben eine Weile geschrieben. Wir haben auch so viel geschrieben, dass ich recht schnell vieles über ihn herausfinden konnte, so dass ich ihn dann auch auf Facebook gefunden habe. Und ihr müsst wissen, Wien, wo ich wohne, ist so ein bisschen ein Dorf und ja, man kennt sich immer irgendwie über 10 Ecken. Ich weiß nicht, ob es nur ich bin, aber ich habe das Gefühl, mir laufen gerade auf Tinder super viele Leute über den Weg, die ich dann über Ecken irgendwie kenne. Und das war bei ihm eben auch der Fall. Er hat Wirtschaft studiert, war 28 und wollte jetzt seinen Master beginnen. Dazu kommen wir dann später nochmal ein bisschen ausführlicher. Auf jeden Fall war er durch die Uni mit ein paar Leuten befreundet, die ich kannte. Zwar jetzt nicht unfassbar gut, aber man hat sich halt immer wieder gesehen. Und so hat es mir auch das Gefühl vermittelt, okay, der kennt Leute, die ich kenne. Das wird jetzt kein Serienkiller sein, blöd formuliert. Und es ist auch etwas, wovon ich euch sehr stark abrate, denn man kann sich nie wirklich sicher sein, wer die andere Person ist, mit der man ja nur schreibt. Und deswegen sollte man sich nicht einer solchen Gefahr aussetzen. Wie gesagt, ich habe es getan, aber nur, weil ich wusste, dass ich so ein bisschen sein Umfeld kenne. Und das hat mir so die Sicherheit gegeben. Ich habe außerdem Freundinnen Bescheid gegeben, wo ich bin, mit genauer Adresse und falls ich mich nicht melde, etc. Also das sind alles Sicherheitsvorkehrungen, die man auf jeden Fall treffen sollte, wenn man sich mit einer fremden Person aus dem Internet trifft. Aber genug davon, ich glaube, das solltet ihr alle hoffentlich zu Genüge wissen. Ich habe mich auf jeden Fall mit ihm getroffen. Er wollte auch das Treffen unbedingt bei sich zu Hause, weil er sich, wie gesagt, auf seine Aufnahmeprüfung seines Masterstudienganges vorbereiten wollte. Und deswegen meinte er, er hat leider nicht viel Zeit, er muss sehr viel lernen, aber wir können uns ja zu einem Lerndate treffen. Lerndate. Ja. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich klang das irgendwie relativ eindeutig. So wie man das auch aus Serien, Filmen oder so kennt, dass man sich zum Lernen trifft. So diese typischen Highschool-Schüler, die dann ganz andere Dinge machen, aber mir war es zu dem Zeitpunkt relativ egal. Ich wollte jetzt nicht direkt irgendwas Festes und wie gesagt, Tinder war zu dem Zeitpunkt ohnehin für so etwas verschrien. Dementsprechend habe ich gemeint, ja klar, warum nicht? Ich habe auch ein paar Unterlagen, die ich durchgehen sollte. Dann nehme ich die mit und wir treffen uns zum Lernen und ja, dann tun wir das. Ich bin dann zu ihm gefahren und wir haben uns dann in seinem WG-Zimmer auf die Couch gesetzt, haben uns ein bisschen unterhalten und nach so 10, 15 Minuten hat er dann gemeint, ja, dann würde ich mal anfangen zu lernen. Und ich war so, okay, ja, wenn er meint, ich dachte eigentlich, aber okay. Wie gesagt, ich war jetzt nicht zu 100% überzeugt, dass dieses Date zum Lernen da ist, aber ich hatte ja meine Alibi-Lernsachen dabei und habe mich dann hingesetzt, ein bisschen ausgebreitet und habe mir das durchgelesen. Das Problem an dem Ganzen war, selbst wenn ich hätte lernen wollen, abgesehen davon, dass ich das nicht wirklich lernen musste, das wusste ich alles schon, er hatte im Hintergrund das Radio laufen und das in einer Intensität,
das ich gar nicht hätte lernen können. Also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, denn er hat offensichtlich wirklich gelernt und ist wirklich Dinge durchgegangen. Aber mich hat dieses Gequatsche, egal ob das jetzt die Radiomoderatoren waren oder die Lieder, derartig abgelenkt, dass ich im Leben mich nicht hätte konzentrieren können, um wirklich etwas zu lernen. Deswegen habe ich das dann auch relativ schnell aufgegeben und habe einfach wahllos ein bisschen in meinen Unterlagen geblättert. Nach ungefähr einer halben Stunde, was ich nicht zu 100% sagen kann, weil ich keine Uhr hatte, aber ich habe die Radiolieder im Hintergrund gezählt und das sollte so ungefähr hinkommen, habe ich dann einen Teil meiner Unterlagen zusammengeklappt und mich dann den anderen gewidmet, woraufhin er total geflasht war und gemeint hat, was, das hast du schon gelernt, oh mein Gott, wie schnell lernst du, bla bla bla, nein, ich bin gerade mal bei der Hälfte und ich war immer nur so, Ich wusste nicht so ganz, was ich sagen soll, ich habe nur gemeint, ja, ging schnell, weiß nicht, habe es mir halt schon gemerkt, was soll ich dazu sagen? Ich habe versucht, mich nicht zu pharisieren, aber okay. Gott sei Dank hat ihn das aber so ein bisschen beflügelt, wieder ein Gespräch anzufangen und hat ihn dann vom Lernen abgebracht, denn ich weiß wirklich nicht, wie lange ich noch dort geblieben wäre, wenn er noch weiter hätte lernen wollen. Wir sind dann darüber auf jeden Fall drauf gekommen, was er eben genau vorher studiert hat und was er jetzt studieren möchte. Und das klingt sehr böse und ich möchte wirklich niemanden verurteilen. Es soll jeder sein Leben gestalten, wie er möchte, aber ich habe gemerkt, dass es mich irgendwie ein bisschen stört, dass er in dem Alter, also mit 28, seinen Master noch nicht mal angefangen hatte. Und das jetzt ohne wirklich ersichtlichen Grund. Er hat jetzt weder viel gearbeitet daneben oder sich sonst vielleicht was aufgebaut während des Bachelors oder was in die Richtung, sondern es war eigentlich so, wie es sich angehört hat, eher Faulheit. Und wie gesagt, das klingt alles böse und soll jeder sein Leben leben und das alles ein bisschen chilliger angehen, nur es passt halt nicht zu mir und wie ich mein Leben so führe. Ich bin ein recht ehrgeiziger Mensch und ich mag es auch, mich mit Menschen zu umgeben, die so drauf sind. Denn ich habe auch schon oft genug bei mir erlebt, dass eben Leute, die da so ein bisschen entspannter sind, nicht verstehen, warum ich mein Leben eben nicht so entspannt eingehe, warum ich mir mehrere Projekte gleichzeitig aufhalse, weil ich das einfach für mich brauche, damit ich auch produktiv bin. Und deswegen, ich weiß, da clash ich oft mit anderen zusammen. Aber es ist nun einfach so. Das allein wäre jetzt vielleicht nicht ein ausschlaggebender Grund, weshalb ich mir denken würde, okay, das passt zwischen uns überhaupt nicht. Man könnte das irgendwie probieren, ob man sich da vielleicht nicht ergänzt. Aber es kamen ja noch ein paar andere Faktoren dazu. Beim Thema Hobbys und Freundeskreise sind wir leider auch ziemlich aneinander geknallt, da ich ja sehr gerne auf Bälle gehe. Das ist ja in Wien sehr traditionell und es gibt so eine richtige Ballkultur. Und ich mag es einfach, mich in ein Ballkleid zu werfen und Smalltalk mit anderen Leuten zu betreiben. Das ist einfach was, was ich auch für meinen Beruf teilweise brauche und das gehört einfach dazu. Und ich mache das gern mit Freunden und ich habe da auch genug Freunde, die wissen, dass natürlich es teilweise sehr snobistisch und schickimicki abläuft, aber so sind nun mal nicht alle. Natürlich gibt es die etwas elitären und Adel und was weiß ich was, die sich sehr viel darauf einbilden, wer sie sind. Die sind halt auch da. Die hat man aber sonst auch überall im Leben irgendwo und mit denen muss man einfach lernen, klarzukommen. Und das war aber etwas, wo er absolut dagegen war, weil er anscheinend in seiner Heimatstadt auf einer elitäreren Schule war, wo eben sehr viele Snobs rumgelaufen sind, wie er gemeint hat, und er fand das alles ganz, ganz furchtbar und wie kann man sich in diesen Kreisen bewegen und man weiß nie, mit wem man wirklich offen reden kann, und hat mir quasi mitgeteilt, dass alle Leute, die sich in diesen Kreisen bewegen, falsch sind. Somit auch ein großer Teil meines Freundeskreises, wo ich gesagt habe, das würde ich jetzt nicht so behaupten, aber natürlich, man lernt, wem man vertraut und wem nicht, und ich werde jetzt nicht jedem dort meine Lebensgeschichte erzählen, aber ich weiß ganz genau, wem ich dort trauen kann und mit wem ich mich vielleicht dann auch über diese Zustände lustig machen kann. Das hat aber einfach auch etwas mit Menschenkenntnis und Empathie zu tun. Und nur weil ich weiß, wie ich mich benehme vor manchen, heißt das nicht, dass ich komplett leichtgläubig und selbst total snobistisch bin. Wie gesagt, leicht problematisch, weil ich auch einfach jemand bin, ich würde nie
über die Freunde oder sonst wen im Umkreis von jemandem urteilen, wenn ich diese Personen noch nicht mal kennengelernt habe, noch nicht mal so im Gespräch viel über die erfahren habe. Es war alles irgendwie leider sehr engstirnig, aber ich glaube, wir haben trotzdem ein paar Themen gefunden, wo wir dann doch mal einer Meinung waren. Allerdings kamen wir dann irgendwann wieder auf das Thema Jobs und so weiter zurück, wo wir dann wieder zu einer ziemlichen Engstirnigkeit seinerseits kamen. Und zwar meinte er, ja, er versteht eigentlich überhaupt nicht, warum ich eigentlich niemanden aus meiner Branche date. Ich habe mit Absicht auf YouTube nie erwähnt, was mein Beruf ist und was ich genau tue. Und ich werde es auch jetzt nicht genauer erläutern. Aber ich kann euch sagen, es ist ein eher künstlerischer, kreativer Bereich, was so das ziemliche Gegenteil von seinem Wirtschaftszweig war. Weshalb ich einfach nicht verstanden habe, wie er jetzt genau darauf kommt, wenn ich ihn date, mir zu sagen, warum ich eigentlich niemanden in meiner Branche date. Ich muss dazu sagen, ich habe versucht, in meiner Branche zu daten und ich bin sehr schnell drauf gekommen, dass es einfach nicht funktioniert, weil ich der Meinung bin, dass es nicht gut geht, wenn zwei aufeinandertreffen, die im selben Bereich ein großes Ego haben oder großes Ego, aber die sich im selben Bereich sehr gut auskennen. Da kann es einfach schwierig sein und es kann schnell zu einem Konkurrenzkampf kommen. Egal jetzt, ob untereinander oder auch vor anderen, habe ich alles auch schon erlebt. Und gerade Männer in meinem Bereich sind alle nicht so einfach. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kann ich aus der Erfahrung von vielen Kolleginnen sagen. Also ja, so viel dazu. Ich habe nur einfach nicht verstanden, weshalb er mir jetzt unbedingt jemanden aus meinem Bereich andrehen wollte. Er hat immer wieder betont, ja, und das wäre doch so praktisch, da könntest du dich doch ständig über deinen Beruf unterhalten und man kann sich austauschen und das ist doch alles toll und der versteht dich und hin und her, wo ich gesagt habe, ja, man versteht sich, man könnte sich toll darüber austauschen, aber so wie ich die Erfahrung gemacht habe, würde man sich vor allem sehr viel in manchen Bereichen streiten, da die Objektivität in dem Fall kaum existent ist, sondern es sehr, sehr viel um das Subjektive geht. Und da kann man einfach sehr schnell aneinander krachen. Und deswegen habe ich gesagt, nein, mein Bereich definitiv nicht. Ich möchte am besten jemanden, der was ganz anderes macht. Es ist viel angenehmer, wenn der mir dann von seinem Alltag erzählen kann, der komplett anders ist zu meinem. Dann kann man sich wenigstens irgendwie so ein bisschen was Spannendes erzählen, auch wenn man sich vielleicht nicht zu 100% mit dem auskennt, was sein Partner macht. Aber jeder hat seinen Bereich, jeder hat sein Ego, jeder kann auch vor Freunden vielleicht was anderes erzählen und keiner redet dem anderen irgendwie was rein. Versteht er nicht, ist doch alles blöd, wäre doch alles so viel angenehmer, wenn man sich darüber austauschen könnte. Das hat er mir, ich weiß nicht wie lange, wie gesagt, ich hatte leider keine Uhr, erklärt und ich habe wirklich versucht, ihm begreiflich zu machen, was mich daran stört und habe versucht, ihm zu sagen, naja, wenn es dir so ein Anliegen ist, dass ich mich jetzt mit jemandem aus meinem Bereich treffe, warum triffst du dich dann überhaupt mit mir? Ich habe nie eine richtige Antwort auf diese Frage bekommen, sondern ja, das ist doch alles nur ein Vorschlag und er könnte sich eben vorstellen, das wäre so viel toller. Und ich habe mir einfach nur gedacht, wenn du mich loswerden willst, dann sag's doch einfach. Hat doch überhaupt keinen Sinn, da jetzt so großartig zu diskutieren. Was dann auch der Grund war, weshalb ich mich dann irgendwann verabschiedet habe, weil ich mir, ja, blöd vorgekommen bin. Kurz gesagt. Ich habe einfach den Sinn dieser Diskussion nicht verstanden. Wir haben uns natürlich auch noch über einen Haufen anderer Dinge unterhalten, aber auch das war alles irgendwie so, ja, viel Blabla. Und man hat auch gemerkt, er hat es wirklich versucht, auch Gemeinsamkeiten zu finden. Also er war nicht uninteressiert. Das war's nicht. Er hat mir auch nach unserem Treffen super viel geschrieben und wollte sich dann noch treffen und fand mich interessant und alles. Aber ich weiß nicht, was da genau schiefgelaufen ist, dass er mich da so dringend belehren wollte oder keine Ahnung. Tatsächlich sein größtes Problem aber war, dass er es nicht geschafft hat, mich aussprechen zu lassen. Und das ist leider etwas, das ertrage ich nicht. Ich bin ein sehr höflicher Mensch und wenn ich jemanden unterbreche, ist es mir sehr unangenehm und ich versuche deswegen auch immer wirklich den Moment abzupassen, wenn jemand fertig ist mit Reden. Und wenn mich jemand unterbricht, dann
höre ich meistens auch direkt auf, weil ich mir denke, okay, vielleicht will er wirklich was Wichtiges sagen. Aber dieser Kerl hat mich einfach vor allem dann in dieser Diskussion um dieses ganze Thema herum, oh, du solltest jemanden aus deiner Branche daten, dauernd unterbrochen. Wirklich dauernd. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, sodass ich dann einfach, weil es mir so stark aufgefallen ist und weil es mich so genervt hat, angefangen habe, was ich sonst nie tue, ihn zurück zu unterbrechen, sodass wir irgendwann in so einen Strudel geraten sind, dass wir gar keine Sätze mehr vollends aussprechen konnten. Ich weiß nicht, ob es ihm bewusst aufgefallen ist, aber wir haben es wirklich geschafft, uns nach ein paar Worten jedes Mal direkt wieder zu unterbrechen. Und er hat auch nicht aufgehört. Und er hat sich wirklich immer mehr reingesteigert und ist auch immer lauter geworden. Ich mir dachte, was ist das? Streiten wir uns jetzt gerade? Kannst du mich bitte mal einfach nur einen Satz meiner Meinung aussprechen lassen? Dann darfst du ja gern was dazu sagen. Aber es hat doch überhaupt keinen Sinn, so ein Gespräch zu führen. Also ich glaube, ich konnte euch jetzt ganz gut einen Eindruck vermitteln in dieses Treffen. Es war sehr anstrengend, recht nervenaufreibend und wie gesagt, er wollte mich eigentlich danach noch unbedingt wiedersehen. Ich weiß nicht, ob ihn diese Diskussionen so gefreut haben und dass er das vielleicht mit sonst niemandem so wirklich machen kann. Keine Ahnung. Mich hat es auf jeden Fall nur gestresst und ich fand es furchtbar, weil ich auch einfach ein recht harmoniebedürftiger Mensch bin und Konfrontationen eher aus dem Weg gehe. Also ich mache es dann schon, wenn es unbedingt sein muss und dann geht es auch oft von mir aus, aber so im Grunde versuche ich einfach, es zu vermeiden und einfach so eine schöne Stimmung zu erzeugen und das war mit ihm leider eher weniger möglich. Ich habe mich auf jeden Fall nicht nochmal mit ihm getroffen, dafür war mir das Ganze ein bisschen zu nervenaufreibend. Das war es auf jeden Fall mit dieser Tinder Storytime. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe noch viele mehr auf Lager, also wenn ihr was darüber hören möchtet, dann schreibt es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video für heute. Ich hoffe natürlich sehr, dass, wenn es euch gefallen hat, ihr ihm einen Daumen nach oben hinterlasst. Ihr findet jetzt hier seitlich noch zwei meiner letzten Videos und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich freue mich auch immer, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!